So, Freunde, endlich! Nachdem wir eine kleine, schnell Trackmania mal beiseite schieben müssen, können wir euch noch den Basketball-Modus... Oh. Mit dem Puck? Das habe ich aber nicht... Das habe ich aber... What? Ja, ach so. Der Ball springt... Hallo? Das hatte ich nicht eingestellt! Ja, scheinbar doch. The fuck? So, ja, sogar super leicht, damit das Ding sonst wohin ist. Das geht ja gut los, das war gar nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Ja. Dieser Moment, wenn du keinen Torwart mehr brauchst, weißt du? Ja. Okay, man fühlt sich erstmal überflüssig. Nein, weg damit! Weg damit! Mit wem bin ich denn überhaupt zusammen? Mit dem Gaming, geil! Gaming, ich schieb ihn vor! Ja, da kannst du schieben, was du willst. So, das geht gut los, ey. Ah, das gefällt mir. Ach so, für uns ist die Wand nur virtuell, okay? Aber für den Puck kann er nicht durch. Alles klar. Der Ball auch nicht. Wie, die Wand ist nur virtuell? Ja, vom unterm Korb her. Ach so, ja, aber das macht ja auch Sinn. Du musst ihn ja irgendwie retten können, weißt du? Oh. Ja, so wie der Chris, nicht? Der Korb ist auch viel zu groß. Ja, ich finde auch, dass das Tor ein bisschen zu groß ist. Gucken wir das Ding, wie riesig das ist. Jetzt wurde G-Set, ja, ich weiß. Ja, aber stimmt schon, ich finde es auch etwas zu groß. Wo ist der Bodo? The fuck? Bodo hat geübt. Ich glaube auch. Geübt. Oh, das war so klar jetzt. Alter, what? Was geht mit dem Jungen? Weg damit! Scheiße. The Dave! 21, hi! Hi, Dave, wie geht's, Mann? Dankeschön. Ich bin vorbei. Für die Unterstützung. Jawohl, Gaming! Nein, komm. Das Schlimme ist, du kannst ihn ja nicht antitschen, weil er sonst über den Korb fliegt. Die musst du ja schon von der eigenen Hälfte... Falsche Richtung, Papa! Oh. Papa, Mensch! Okay, das würde ich, also mein Basketball-Einstieg in Rocket League wollte ich eigentlich... Sagst du mir falsche Richtung, weißt du? Eigentlich nicht. Oh ja, da war an sich sehr gut. Nein. Alter, ist das unnötig. Das ist eigentlich ganz geil. Eigentlich ist das ganz nice. Fuck. Die Körbepuss und Flummiball vom letzten Mal wäre realitätsnahe Ergebnisse. Ja. Da ist es dran. Nein, Papa! Er wacht fast wieder. Aber du fasst jetzt! Nein, komm schon! Er ist drin. Jawohl! 6:2 für Bremen. Was ist denn das für ein Spiel, Alter? Stuttgart wird doch jetzt dezent aus der Liga geschossen. Also ist ja nicht so, als wäre am Ende noch Torverhältnis wichtig oder so, aber... Stuttgart ist es egal. Ich glaube ja, auch. 6:2 ist das unnötig, ey. Habt sie jawohl! Chris, jawohl! Geil, Bodo springt daneben. Und dann Golazo, Junge. Hauptsache Bartels, Eigentor, Öztunali, Pizarro, Bartels, Udja. Kann man so machen. Ja, wenn halt Stuttgart keinen Bock mehr hat, dann schießen sie sich halt auch selber aus der Liga. Ja, tabellarisch definitiv, ey. Und alle springen vorbei wie die größten Volllappen, Alter. So holst du mal auch einen ersten Ballkontakt, ey. Oh, nee. Ja. Nee! Ja. Na, ich hätte ihn fast noch. Weltklasse Eigentor. Eigenkorb. Eigenkorb. Guck mal. Hat der Weltmeister gut gemacht. Da, zack. Von wem? Aber doch nicht ich? Ach du, okay. Der Weltmeister hat ihn aufgelegt. Ja, wie auch immer. Ich hab's nicht verstanden. Machen wir so. So steht 2:2, ey. Ja, stark. Ja? Ja? Perfekt. Hauptsache, ich flieg bei uns auf der anderen Seite in den Korb. Durch die Explosion. Ja, der Korb ist echt zu groß. Das ist einfach zu groß. Kann man die Korbgröße auch einstellen? Nee. Oder ist die Basketballerin immer die gleiche? Die ist immer die gleiche, ja. Ist halt wie das Eisding, ne? Und Golazo. Nein, was? In and out. In and out. Oh. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Alter, war so Weltklasse gespielt. Ja, aber, ne? Alter. Ja, gut, so nicht. Stark. Oh, fast. Yo. Wie gesagt, oh mein Gott, der geht. Weltklasse vom Wolf. Hallo, da war ich doch noch drunter. Unbelievable. Guck mal in meine.
Nee, der muss nur oben im Ring drin sein. Sehr geil. Ja, den musst du schon da, wie bei der Linie, musst halt vor der Linie retten. Au! Mit wem bin ich denn da zusammengekracht? Oh. Okay, und ich bin tot. Ja, schön. Oh, der geht rein. Nee. Jetzt passt hier gerade echt gar nichts mehr zusammen. Das Falsche. War aber schön. Ja, das stimmt. Hast du gut gemacht. Wieder habe ich keine Ahnung, warum ich getroffen habe. Deswegen. Ich hätte echt nicht gedacht, ich dachte eigentlich, dieser weiße Schaumstoff um den Korb, dachte ich eigentlich echt, dass wir so eine Art Barrikade, dass man da quasi echt dagegen schießt, also man dann echt einfach nur von der Seite reinlegen kann. Ja, läuft bei euch. Hätte ich jetzt eigentlich echt schon vermutet. Und mal gucken, wie es mit dem richtigen Ball ist, wenn er normal ist. Was ist hier schon normal? Ja, nicht viel, wie du siehst. Aber so, der erste Eindruck ist schon mal ganz lustig. Fuck. Es war abseits. Von wem? Von Uche oder von Kevin? Von mir. Ach Mann. Geil. Na, jawohl. That's skill. That's skill, sagt er. War halt echt krass. Mir ist ja klar, dass er irgendwann von der Decke abprallt, oder? Ist quasi klar. Ich finde das cool, dass der Ball halt echt am Anfang immer hochgeschmissen wird. Das finde ich ganz cool. Das wird mit einem normalen Ball bestimmt ganz interessant werden. Aber mit der Einstellung habe ich nicht gerechnet. Quasi haben wir dann so das letzte Mal Rocket League wohl beendet. Ja, das kann sogar sein, ja. Ich habe das halt nicht mehr im Kopf und habe da auch null dran gedacht, ne? Au. Falsche Richtung. Ja, Christian, schießt einfach gegen mich. Was soll ich machen? Kann man die Hinluft auflösen? Oh, der fliegt. Und fliegt. Oh ja, komm. Hochsteigen. Boom. Oh, fuck. Oh, dieses Flummi-Drecks-Ding, ey. Oh, frag mich, wenn man das mit einem ganz, ganz großen Würfel spielt, wie das ist. Komm, nice. Ja, ist ja die Entscheidung. Ein bisschen schade, dass da nicht sowas gibt wie 3 Punkte oder 2 Punkte. So, wenn man von innen halt ein Tor macht, ist es dann 2 Punkte. Dafür ist der Korb viel zu groß. Ja, aber ich glaube, das wäre auch zu einfach. Ich meine, gerade mit der Mutator-Einstellung, jetzt kannst du den ja echt einfach sonst da wohin hauen. Das stimmt, ja. Und... Oh, das geht mir richtig auf den Sack, dass da eine Wand ist für dieses... Ich hab's verteidigt. Worms WMD Grenade Antenne gewöhnlich freigeschaltet. So, ich pass auf, Mutator Einstellung ganz normal. Standard wiederherstellen. So. Alles klar, Standard ist wiederhergestellt. Und haben wir einen Basketball? Das ist ein Basketball. Der macht auch sehr coole Geräusche, wenn er auf dem Boden titscht, übrigens. Ist das so? So, mit wem? Mit Kevin. Läuft. Wenn er noch irgendwann mal... Ah, nee, ich spiele mit Thunder. Ist Kevin auch geflogen? Ja, das meinte ich. Das ist cool am Anfang. Wenn dann alle gegeneinander prallen, das ist das... Oh, das ist doch cool, wie der leuchtet. Kann das sein, dass er sich anpasst, je nachdem, in welcher Hälfte man ist? Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Mal gucken, und? Ja. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Okay, das ist bestimmt ein bisschen anspruchsvoller. Ja klar, ist ja schwerfällig. Wie gesagt, soll ja nicht so einfach sein. Das ist cool, das gefällt mir. Ist ja auch ein Basketball, ne? Der ist ja auch schwer. Und Golazzo. Fuck! Fuck! Auf den Ring. Muss man drauf hören, wenn ihr bremst oder so. Ja, das quietscht. Ja. Das finde ich sehr geil, ja. Das ist eine schöne Idee.
fuck. Na, ich hab geboost mehr, warum nicht? Komm, Chris, umhalten. Achso, du kriegst wieder gar nicht mehr mit mir. Fuck. Kevin! Hauptsache, jetzt merkst du, dass ich in deinem Team bin. Ne? Ja, du, gerade hab ich noch mit Sundown gespielt. Geh mir nicht auf den Sack. Du musst ja auch kurz einen Kühlschrank fürs Pele. Das ist, ne? Genehmige ich immer. Siehst du, dann wird es auch jetzt schon deutlich schwieriger, Tots. Nein, nein. Okay. So, vorwärts, Kevin. Boostkabel. No. Oh, fuck. Das war knapp. Jetzt, jetzt, ja, ja. Jetzt, komm schon. Jetzt. Nein. Nice. Goal to the Lazzo. Ah, das war super. Ich hatte keinen Boost mehr. Ja, Chris hat fast verteidigt noch. Und ja, da hat Bodo der Bodo rein. Kam von der anderen Seite, etwas, ne? Hat irgendwie mehr was vom Volleyball als vom Basketball. Naja, so wie sich der Ball bewegt, schon ein bisschen, ne? Volleyball wäre bestimmt auch interessant, aber ich glaube, das wäre zu heftig. Ja, wie willst du denn dann zum Schmetterball hochspringen? Das geht ja bestimmt. Nicht. So diese richtigen Hardcore-Skiller, die schaffen das bestimmt. Das ist halt nichts für normale. Yo, und dann bin ich tot, ey. Alles klar, und tot. Macht nix. Ich räche dich. Ich finde das mit dem Quietschen der quasi Schuhe, finde ich sehr geil. Das erinnert mich an schöne alte Zeiten. Wo du damals auch gequietscht hast, oder? Ja. Ich war quasi mein Quietscher. Oh. Den verteidige ich. Befreiung zum Schlag. Nein, oh, nicht. Ja, nicht, stark, nicht. Bodo, stark. Jetzt der Weltmeister legt hoch. Perfekt. Sag ich doch. Gut, ich weiß nicht, wie ich da noch nicht dran war am Ball, ja, aber ist okay. Ich wollte ihn nicht an die Kante spielen. Ich wollte ihn mit Bande spielen, aber dann ist er da in die Ecke geflogen. Ich bin extra perfekt hingesprungen. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Ja. Ellie Hoopus, Slam Dunk. Es war schon so, oder? Sah ein bisschen so aus. Das war nicht uncool. Und wer am Anfang pennt, der wird bestraft. Finde ich auch gut. Nee, finde ich voll kacke. Naja, so gut pennt haben wir nicht. Das geht ja auch. Hat auch ein bisschen was mit Startposition zu tun, ne? Wenn du mittig stehst, ja, direkt vom Korb, hast du auf jeden Fall einen besseren Punkt. Naja, aber du kannst rechts schon was verhindern. Guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel sehr, 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 sehr weit weg. Ja? Ja, ich auch. Wenn ich richtig springe, kann ich aber auf jeden Fall Bodos Berührung verhindern, siehst du? Du hast sie nicht verhindert. Stimmt, ich hatte den ersten Ballkontakt. Wie auch immer, von ganz hinten. Ah ja, der Slam Dunk, der Pseudo-Slam Dunk war gerade super. Komm, Kevin, nochmal. Oh, fuck. Ist nur ein bisschen drunter hergesprungen, aber. Ja, das war auch echt keine so gute Position, um das zu meistern. Aber jetzt. Nein, das ist wieder. Oh, fuck. Ich bin auch gar nicht gewohnt, dass sich der Boost nicht mehr auflädt. Ich dachte nämlich eigentlich, das würde er automatisch in dem Modus tun, weil du so oft fliegen musst. Aber ja, dabei war es leider nur die Mutator-Einstellung von vorhin noch. Blöd gelaufen. Naja, dass alle die gleiche irgendwas Position haben, schon nur gegenüber, ist schon klar. Aber der vorne steht, sollte ja im Normalfall schneller am Ball sein, als der hinten startet. Darauf wollte der Bodo, oder nee, der Chris hinaus. Das ist korrekt. Aber wie du gesehen hast, war ich vor euch am Ball, obwohl ich hinten gestartet bin. Also irgendwann. Ich habe auch hinten gestartet. Oh. Ja, aber Bodo hätte vor dir am Ball sein müssen, weißt du? Es kommt eigentlich ja darauf an, was die vorderen Männer machen. Aber wenn die natürlich Unsinn machen, dann ist das. Nein. Doch, ich finde das schon ganz gut, weil es nicht ganz so leicht ist tatsächlich. Weil du jetzt auch nicht mehr so übertrieben viel mit Bande spielen kannst. Jetzt wohl mehr mit dem Ball spielen tatsächlich. Hallo, Jage. Der aus dem Dschungel kam, oder? Was? Keine Ahnung, mir ist nichts Blöderes eingefallen. Gut. Dann wäre das ja geklärt. Oh nein, 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 nein! Oh, kann mich leider nicht melden.
wenigstens noch einen Ehrentreffer. Wie unnötig. Ich war dran, schöner. Aber... Von der Dreierlinie, genau hinter der Dreierlinie. Ja. Steph Curry hat zugeschlagen. Ja, Steph Curry ist tot. Nee, geht. GG. Die vom Tipp in direkt rein, die hat er drauf, ey. Ja, fliegen halt. Fliegen ist love, fliegen ist live. Sprungwurf kann er. Siehst du, jetzt startet einer vorne und einer hinten. Und ich sage, dass der vorne startet, logischerweise zuerst am Ball kommt. Aber ich konnte es, obwohl ich hinten gestartet bin und Kevin gepennt hat vorne, habe ich es immerhin verhindern können. Darauf muss ich halt spekulieren und dann geht das schon. Gehen tut euch. So, was aber ist das schön. Mit Worms in dem Spiel los. Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Worms-Sachen. Was ist denn mit Worms? Geil, Worms! Ich will auch was mit Worms.